So, weiter geht's mit einer neuen Runde Forza Hackenfleisch. Ich habe mir mal ein paar Speedbeats gegönnt. Das sind sogar 10% mehr als gedacht. 50, 60% mehr Speed. Und ich glaube, wir können sogar ein bisschen mehr reinhauen, oder? Warte mal kurz, was bringt das hier? Na gut, okay, Stats brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht. Speed. Okay, haben wir schon an. Speed. Hallo, irgendwo Speed. Kein Speed. Okay, ich glaube, wir haben doch alles in Speed, was wir mal kriegen können. Aber ich denke mal, jetzt sind wir doch auf alle Fälle ein gutes Stück schneller. Ich glaube, wir sind aus der Gilde rausgekickt worden. Oder kann das sein? Waren wir in der Gilde drin? Warte mal, ich schaue jetzt mal echt mal ganz kurz schnell nach. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, aber ich dachte mir zumindest, wir hatten mal eine Gilde. Ich kann mich auch täuschen, aber keine Ahnung. Ach nee, das macht mir an denen keinen Schaden. So, Sekunde. Letzte Runde. Ne, da hatten wir auch keine Gilde. Okay, alles super. Ich dachte, wir hätten eine Gilde gehabt. Ja, ich weiß, ich spiele schon wieder zu viele Server. Und ist schlecht. Ich weiß, I know. Naja, ach, jetzt fokussiert die ganze Zeit diese Kackviecher da. Ja, super. Okay, das zackt schon ein bisschen sehr hart. Ja gut, okay, also minimal ungünstig das Ganze, aber naja. Also wir sind aktuell in einer Party ohne Skills, was ist ein bisschen blöd ist, aber die hat halt die aktuell keine Skills an, deswegen, ich meine, Drop-technisch, okay, wäre schön, aber Damage-technisch ist es eh egal. Und XP-technisch brauchen wir eigentlich immer eine einigermaßen volle Party und die haben wir hier einigermaßen, deswegen. Soll nicht passen, genau. Irgendwie so eine eigene Party zu machen, glaube ich, lohnt nicht. Auch wenn es natürlich super schnell ginge, aber ja, ich meine, man bräuchte Party-Scrolls, man bräuchte erstmal Filler und da ich momentan generell nur eine Folge mal aufnehme, lohnt das Ganze, glaube ich, echt nicht. Und ja, also ich denke, das machen wir jetzt einfach mal ganz unkompliziert. Und ich meine, vielleicht gibt es auch mit der Zeit noch eine Party. Hier ist eine zum Beispiel. Ohne Red Scroll allerdings. Erweiterte Party, Digga, und hat keine Scrolls an, Digga. Naja, gut. So, Veteranenrang ist gestiegen. Yay. Das waren, glaube ich, gerade 10, oder waren es 9 oder 10 Chip-Perien, was wir bekommen haben. Also, man kriegt ja schon echt einiges. Mir wurde, glaube ich, gesagt, dieser Super Stuff da, was für einer war das? Dieser nicht der Versagen Stuff, sondern der. Wie heißt das Ding? Ich weiß es nicht mehr. Warum habe ich hier bloß 8 stehen? Ich weiß nicht genau warum, aber. Scheint irgendwie Sinn zu haben. Keine Ahnung welchen. Dieser andere Stuff auf alle Fälle. Ach, Shiny Stuff, glaube ich, heißt der, oder? Shiny Stuff? Shiny Forsaken? Ich habe keine Ahnung. Black Forsaken Stuff? Kein Plan. Das soll irgendwie 1000 Chip-Perien kosten. Clean. Was natürlich echt eine ganze Menge ist. Also. Das haut ziemlich rein, muss ich sagen. Ob wir das Ganze hier wirklich mal zusammenkriegen, ich weiß gar nicht, wie viele Chip-Perien man jetzt wirklich kriegt. Von Level. Ja, also von Level 1 bis Level 100 oder 50 oder so. Also. Ich meine, wenn wir jetzt irgendwie 10 Chip-Perien kriegen würden pro Level im Schnitt, dann. Hätten wir es im Prinzip auch erreicht, hätten wir auch 1000 Chip-Perien. Also, ich denke mal schon, es ist definitiv gut machbar. Ich meine, die Chip-Perien-Drops, nicht die Drops, sondern die Chip-Perien-Rewards werden generell höher mit der Zeit. Und, also 1000 Chips, glaube ich, sind schon erreichbar. Chip-Perien meine ich, nicht Chips. Wobei ich auch sagen muss, für mich jetzt persönlich, naja, wie schon einer schrieb, für dich wahrscheinlich nicht möglich, aber für dich wahrscheinlich nicht machbar. Das glaube ich stimmt einigermaßen, weil ich einfach nicht so sehr super aktiv spiele und ich muss auch einfach sagen, ich bin halt ziemlich zum Serverhopper geworden und klar, ich meine, Let's Plays erfordern das Ganze immer. Wenn ich jetzt privat spielen würde, hätte ich das wahrscheinlich nicht so gemacht, aber wenn man halt irgendwie Let's Play, dann muss man einfach irgendwie, also einfach für sich selbst irgendwie ein bisschen Abwechslung haben, weil sonst wird man wahnsinnig, wenn man irgendwie jeden Tag dann. Also dieser, irgendwie ist mal so kurz, nicht direkt, ich weiß nicht, ob das Lags sind oder. Ich laufe die ganze Zeit immer so einen Meter und bleib mir stehen und attack mich nicht. Ganz komisch.
Ja, ich persönlich brauche für mich einfach so ein bisschen Abwechslung und ich würde es vielleicht anders machen, wenn ich jetzt irgendwie am Tag 2, 3, 5 oder 10 Videos aufnehmen würde, keine Ahnung, wenn ich einfach mehr aufnehmen würde am Stück, dann glaube ich, hätte ich da jetzt weniger ein Problem, was eigentlich auch sinnvoller wäre, ganz ehrlich gesagt. Aber ich nehme meistens dann am Abend immer auf und ja, ich will da auch dann immer so alte Folgen dann uploaden, weil ich meine, klar, viele sagen immer, nimm da früher auf, nimm da schon was im Voraus auf. Das Problem ist aber, wenn ich jetzt, wenn jetzt zum Beispiel gerade ein Osterevent ist und ich nehme hier gerade irgendwie 10 Folgen auf, dann reichen die Folgen schon wieder fast bis Weihnachten, also je nachdem. Und wenn ich dann auf Stream und dann bin ich zum Beispiel im Stream weiter als im Let's Play und. Oder vielleicht kriege ich dann irgendwas geschenkt, zum Beispiel irgendeine Axt oder so und in Let's Play level ich dann noch für 7 Folgen irgendwie mit einer NPC-Axt oder so. Also nur mit so rein. Beispielhaft. Das ist halt irgendwie ein bisschen ungünstig und deswegen. Ja, ich habe es früher öfter so gemacht, aber seitdem ich halt irgendwie streame, macht das Ganze gar nicht mehr so viel Sinn. Was trauen diese komischen Elfen eigentlich da? Ich habe keine Ahnung, was die machen. Ich weiß auch nicht, wie ich die hier so schnell wie möglich down kriege. Ach, irgendeine Treasure kriege ich da? Okay, interessant. Kann bestimmt gegen irgendwas Cooles wieder eintauschen. Ich glaube, ich habe die sogar schon in Flares gesehen, diesen Umtausch da. Also ich meine, wirklich cool finde ich das jetzt nicht, dass die hier jetzt direkt spawnen, wo man levelt, aber ich glaube, die sind ja eh nur irgendwie temporär da, deswegen. Als Event-Mobs stört mich persönlich jetzt nicht so. Wenn die jetzt permanenter wären, dann wäre das schon ein bisschen Abfuck, weil zumindest das E-Level ist ja halt da schon ein bisschen genervt einfach, weil du halt irgendwie. Ach, warte mal, wobei dieses Autofokus kann man ausmachen, oder? Nee, kann man nicht. Ziele schnell wechseln, okay. Okay, alles super, dann glaube ich, geht's, oder? Ja, dann geht's, dann passt. Ja, alles super. Marvin haut wahrscheinlich gerade schon Tasten, denkt sich so: Oh Gott, das kann man noch ausmachen. Nee, alles super, hab schon gefunden. Ist mir immer so, erstmal beschweren und dann mal schauen. Kann man das überhaupt ausmachen? Ja, so läuft's. So, ich habe übrigens letztens was Interessantes gelesen. Wobei ich sagen muss, ich werde eigentlich dazu ein extra Video machen, weil ich es irgendwie echt ein cooles Ding finde. Und zwar soll es bald einen neuen Office-Server geben. Keinen deutschen, keinen europäischen, so wie es ja gesagt. Und das Ding ist, ich will eigentlich ein bisschen weiter ausholen für die Folge. Und will auch ein paar Bilder mit integrieren und Links und keine Ahnung. Und das bedeutet, ich muss halt natürlich das Video editieren und dazu ist halt einfach heute keine Zeit. Morgen vielleicht, morgen ist Sonntag. Morgen habe ich ein bisschen mehr Zeit. Ich wollte auch immer noch mein kleines Stream-Experiment mal starten. Das will ich schon seit Ewigkeiten und ich weiß nicht, ob ich es jemals hinkriege oder jemals mache, dann. Mal schauen. Wie schaut es eigentlich bei euch aus? Hätte von euch jemand Lust auf einen Overwatch-Stream? Also zum Anschauen oder vielleicht sogar zum Mitspielen, je nachdem. Aber in erster Linie mal zum Anschauen. Weil. Gut, ich meine, ich habe irgendwie mal gequittet, habe dann mal angefangen, ein bisschen zu streamen. Also Overwatch zu streamen. War natürlich jetzt nicht so krass, weil ich halt komplett raus war aus dem Game. Ich meine, 1,5 Jahre Pause und dann halt irgendwie mal anfangen zu streamen, das. Ist natürlich, naja, zugegebenermaßen ist nicht so geil. Also, da haut es glaube ich jetzt keinen um. Aber, ich meine, so grundsätzlich, also, ich spiele momentan relativ viel Overwatch wieder. Gut, letzten 2 Tage jetzt wieder nicht mehr, aber, ich habe jetzt glaube ich in 3 Wochen oder in 4 Wochen, 3, 4 Wochen, ich weiß es gar nicht genau. Da war jetzt von Level, das war ich 27, 26 auf 73 gespielt. Also dementsprechend viel dann. Und an sich auf alle Fälle, ja, schon eigentlich relativ. Ich war relativ aktiv zumindest wieder und ich wurde auch wieder ein bisschen besser. Und jetzt muss ich gleich mal schauen, warum es da, warum mein Hund draußen bellt. Ich habe das schon oft festgestellt, immer wenn ich aufnehme. Also nicht immer, aber oft irgendwie. Ich meine, der hat Bellverbot, generell. Überhaupt. Deswegen. Hier drin sowieso, also innen sowieso und draußen eigentlich auch.
Wobei es draußen noch einigermaßen okay ist. Warum? Ach lol. Ach lol, jetzt haben wir Skills. Was ist mit unserem Damage gerade los gewesen? Hier ist irgendwas ausgelaufen. Hä? Irgendwie war gerade unser Damage weg. Und hi, wir haben Skills. Super. By the way, ich sehe hier gerade, wie viele Red Chips wir hier gerade droppen, obwohl wir die ganze Zeit keine Skills gehabt haben. Wir leveln jetzt seit ungefähr 10 Minuten und haben hier 1000, naja, 900 Chips gedroppt, ohne Skills hier. Das heißt, ansonsten hätten wir 1800 gedroppt. Vielleicht knapp 2000. Was ziemlich ordentlich ist, wirklich sehr ordentlich. Also, ja, geht. Haben die XP erhöht oder? Ne, haben nicht erhöht, glaube ich, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Keine Ahnung. Irgendwie kommen mir die XP gerade relativ hoch vor, aber das kann auch täuschen. Vielleicht bin ich gerade einfach auch so aufs Leveln konzentriert und merk's einfach gerade nicht, dass ich irgendwie gerade schnell level und keine Ahnung. I don't know, keine Ahnung. Gut, die Vampirin technisch kriegen wir jetzt aktuell nicht viel, das ist natürlich klar. Das ist keine Farm-Map, ist halt einfach nur die Level-Map. Aber ich meine generell die Idee, Farmen und Leveln zu kombinieren, ich persönlich finde es gut und gut, klar. Hä, Alter. Ich kann teilweise keine Skills usen, ich weiß es nicht warum. Das ist echt komisch. Naja, wie dem auch sei. Auf alle Fälle finde ich eine super Idee und ja, also. Wir hatten letztens die Diskussion Platin-Level oder Veteran-Level. Die meisten haben Veteran geschrieben, einer hat Platin-Level geschrieben und deswegen spielt er Floral. Ich meine, finde ich an sich echt. Also, ich meine, ich finde es in Ordnung. Es gab auch im Platin-Level einige Sachen, die mir gut gefallen haben. Also, was heißt einige Sachen? Das ist übertrieben. Eine Sache, was eigentlich mir gefallen hat. Und der Rest irgendwie nicht so. Ich habe eigentlich auch hier wieder angefangen, nur weil es einen Veteranen-Level gibt. Und generell zu Versagen bin ich gekommen, weil Fladdy mir es empfohlen hat. Das war lustig eigentlich. Also, wir reden jetzt schon von dem Fladdy von CW Live. Das war nämlich eigentlich echt lustig. Er meinte, also ich habe ihm angeschrieben, ob er gerade aktuell irgendwelche Server kennt, die gerade launchen oder so. Und die vielleicht schon gelauncht sind, gelauncht wurden. Und er meinte dann so, ja, momentan nicht und spiel mal Versagen, ist ein cooler Server und so weiter. Und keine Ahnung, ich fand die Aktion irgendwie voll lustig und voll cool einfach von ihm. Dass er nicht so sagt, ja, hier, hier, wir sind die Besten, gibt nur uns und so, sondern dass er auch gesagt hat, ja, Floral ist cool, spiel mal Floral. Ansonsten hätte ich wahrscheinlich, nicht Floral, Versagen. Ansonsten hätte ich wahrscheinlich nie Versagen gespielt oder zumindest. Ich weiß nicht, ich meine, Versagen ist ein Server, den kennt jeder. Weiß jeder, dass es halt irgendwie, dass es den gibt. Ja, okay, der ist halt da und spielen auch einige, weiß man nicht auch. Ist immer relativ voll. Aber ich wäre irgendwie nicht auf die Idee gekommen, den mal zu Let's Playen oder zu streamen oder so. Also muss ich echt sagen, muss ich Marvin bei Fladi bedanken. ansonsten hätte ich den Server nicht gespielt, wahrscheinlich. Klingt strange, ist auch strange irgendwie. Aber ja, passiert. Passiert ab und zu. So, 45% haben wir momentan, 45,3%. 132k TP haben wir momentan, können wir auch mal ausgeben, merke ich gerade so. Also, die Talentpunkte kriegt man ja auch echt en masse. Und ich muss sagen, ich level. Oh, jetzt kommt schon Aoi. Boom. Oh. Oh, kennt ihr das Gefühl? Es sind haufenweise Monster und ihr könnt einfach rein AOEen und die. Oh, so nice. Und die Dinge haut's oben und die XP gehen nach oben und Geld und Red Chips und XP und keine Ahnung. Das ist. Wisst ihr, das sind einfach diese Hochmomente in FLive. Die gibt's in FLive halt eigentlich so gut wie nicht und das sind halt echt die geilsten Momente in FLive, die man halt so erlebt, aber. Ich meine, ein Nicht-FLive-Spiel denkt sich jetzt wahrscheinlich so. Diese Leute sind alle komisch. Spielen ein Spiel wie FLive und freuen sich dann drüber, wenn sie irgendwie mit einem AOE 5 Mobs erwischen. Keine Ahnung, aber ich finde das immer so. Ach, ich finde das immer so schön. Das Gefühl einfach, wenn man hier einfach ein AOE dann irgendwann 3, 4 oder 4, 5, 6 Mobs oder so erwischt. Gibt nichts Besseres.
Ich meine, müsst doch zugeben, oder selbst vom Zuschauen, das ist so, es gibt doch irgendwie so ein bisschen zum ansatzweise Glücksgefühle. Also, ich finde zumindest schon, keine Ahnung. Okay, ich glaube, bevor die Folge jetzt noch stranger wird, gehe ich jetzt einfach offline und ja, ich muss morgen mal ein bisschen meinen Tag umstrukturieren, also heute eigentlich schon. Definitiv mal früher ins Bett. Ich gehe momentan irgendwie jeden Tag um 3 pennen, das geht gar nicht. Irgendwie um 10:30 Uhr so aufstehen und alles, was man irgendwie, also alles, was man macht, verschiebt sich nach hinten und die Streams und die Aufnahmen, Let's Plays und Spiele und Zocken und Freunde und keine Ahnung, das ist generell nicht gut. Deswegen wird echt mal Zeit, das Ganze zu ändern. Und ich merke gerade echt, wie schnell das überlevelt. Und ich weiß es nicht, warum wir echt so schnell leveln auf einmal. Okay, jetzt ist die Party sogar ganz voll. Aber what the fuck? Also ich meine, wir leveln gerade echt schnell. Wir haben jetzt vorhin Level abgemacht. Wir waren bei wie viel? 95% oder so? Wir haben jetzt 60% in 15 Minuten gemacht. Also 60, also 20% in 5 Minuten. 40% in 10 Minuten. 240% in einer Stunde. Das geht eigentlich echt klar. Ich finde, das ist in Ordnung. Ich finde das echt sogar ziemlich gut, sogar was wir momentan kriegen an XP. Also, so wie es jetzt aktuell ist, finde ich's gut. Vorher war es ja wirklich sehr, sehr hardcore. Ich weiß nicht, ob was verändert wurde. Vielleicht rede ich gerade auch nur gegen die Wand und sage die ganze Zeit, ja, jetzt wird's mehr oder jetzt wird's weniger oder keine Ahnung. Und in Wirklichkeit sind die gleich geblieben. Keine Ahnung, kann auch sein. Wie gesagt, vielleicht level ich gerade effizienter, möglich. Wegen Speedbeats macht jetzt auch einiges aus. Aber ich finde, also ich finde es so momentan echt ziemlich gut. Wenn das Ganze mal bis Veteran 100 geht, dann glaube ich, kommt man so echt einigermaßen gut voran. Am Anfang geht es natürlich um einiges schneller als später dann, aber oh, den nehmen wir noch kurz mit hier. So, hauen wir hier noch ein bisschen was rein. Und, boah, spürt ihr es? Spürt ihr dieses Gefühl? Und nochmal, oh, schön, oder? Fliveporn. Genauso stelle ich mir einfach einen Fliveporn vor. Also wirklich so eins zu eins. Weil alles andere macht im Flive, glaube ich, keinen Sinn. So 62,2. 64. Okay, das war jetzt gar nicht mal so viel lang, nicht? Wobei, ich habe noch ein paar. 65. 3% ungefähr. Ja. Genau. Ich würde sagen, wir machen hier mal eine Pause. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten FlyFLP.